Die Highlights der Lausitzer Füchse werden euch präsentiert von Mucke und Weinholdbau GmbH. Neu- und Umbau, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten. Es ist Freitag, der 15.03.2024. Es ist Pre-Playoff-Time. Es ist die geilste Zeit im Eishockey überhaupt. Hier ist die Eisarena in Weißwasser. Es ist das zweite Playoff-Spiel zwischen den Lausitzer Füchsen und den Kasseler Huskies. Jetzt mal wieder der Fehler. Möglichkeit für die Füchse. Tor! Tor! 1:0 für die Lausitzer Füchse. Was für ein Hammer dort! Klasse gespielt. Christian Blumenschein. Vorlagengeber, wenn ich es richtig gesehen habe. Hier, Wille Järvelein. Ja, bringt die Scheibe da clever von unten nach oben. Dem Ganzen geht natürlich ein Fehlpass der Huskies davor und dann der Schuss, keine Chance dafür Maxwell. Hier sehen wir es nochmal von der Hintertorkamera. Scheibe kommt hier nach oben. Ganz viel Verkehr und ja, aus der Entfernung keine Möglichkeit. Ja, und Marco, ich durfte denken, Achtung, jetzt Riesenmöglichkeit für die Huskies. Oh, jetzt schöner hier der Pass Schwarz. Und Stettmar, wo ist die Scheibe? Vor Stettmar. No, Alroth mitten mit drin, weil er nochmal nachgegangen ist. Ja, und Weser, auch das haben wir in Kassel gesehen. Weser macht es richtig, ja. Nimmt sich Schwarz dann einfach mal dort. Ja. No, und hier werden sicherlich ein paar auf die Bank gehen. Das, was die Füchse jetzt in der eigenen Zone machen, ist mir manchmal ein bisschen zu riskant. Da rückt die Scheibe da nochmal quer und nochmal Pfosten. Ja, da kommt, und dann ist es, verlierst du die Scheibe irgendwann, weil Kassel das wirklich gut macht. McAuley leitet die dann da nur weiter. Jetzt hier schön zu sehen, die drei Mann an der blauen und Linie. Tor! Wieder so ein Tor wie in Kassel und wieder kurz vor Ende des ersten Drittels. Schuss von der blauen Linie und einfach nur Schläger reingehalten. Und Marco, so ein bisschen hat sich's abgezeichnet. Ja, also ich habe es vorher schon in den Wechseln festgestellt, dass die Füchse die Scheiben nicht sauber rausbringen. Ne? Und jetzt hier auch Scheibenverlust. Kassel bekommt die Scheibe, dann geht sie von unten nach oben. Und wir haben vorher drüber gesprochen. Jetzt kommen die Schiedsrichter zurück, hören wir erstmal zu. Nach Prüfung der Torsituation liegen keine Torhüter vor, die Entscheidung auf dem Eisberg bestehen. Wir haben ein gutes Tor. Also es gibt ein 1:1 hier. Wie das altbekannte Muster, Scheibe von unten nach oben. Stettmar, Tor. Ja, das hat sich so ein bisschen angedeutet. Die Füchse mit immens Druck, aber Kassel dann hier ein bisschen glücklich, dass die Scheibe zurückkommt. Aber dieses Glück musst du dir erarbeiten und dann ist halt einer vor dem Tor, der da die Scheibe versenkt und Stettmann hat überhaupt keine Chance mehr hat. Hier sehen wir es nochmal. Ja, bekommt dann irgendwie noch den Schläger an die Scheibe auf Außen. Jetzt. Hier Stettmann mit der Abwehr und dann über Außen, vielleicht Stettmann hat sogar noch ein bisschen angeschossen. Gut aufgepasst, ja, Toni Ritter, jetzt wenn es schnell geht. Grafentin. Grafentin! Tor! Klasse Tor von den Füchsen! Die Antwort! Füchse sind zurück! Ja, wirklich sehr gut gemacht. Ganz schnell nach vorne gespielt, die Scheibe. Kassel kurz und Position. Hier sehen wir es. Genau. Aber klasse Pass auch von Toni Ritter. Ja, und dann Grafentin eiskalt. Maxwell durch die Hosenträger. Ja, mit ein bisschen Glück. Scheide für die Füchse jetzt. Die jetzt im Powerplay-Aufstellung sind. Boac jetzt an der blauen Linie. Tor! Järvelainen! Ein typischer Järvelainen! Ja, das ist seine Position. Handgelenkschuss! Ne? Ohne Ansatz. Ich glaube. Oh, Maxwell war vielleicht noch ein bisschen die Sicht verdeckt. Schauen wir nochmal. Guter Arbeiter vom Breitkreuz vom Tor, jetzt macht er Platz. Aber es sieht aus, wenn er noch abgefälscht war vom Verteidiger der Huskies, von Keusen. Ich glaube, wir sehen es nochmal besser. Das müssen wir nochmal genau drauf schauen, aber so ein Handgelenkschuss dort. Ah, schwer zu sehen, ob der abgefälscht war. Und jetzt die riesen Möglichkeit hier. Und Kassel hat die Qualität. Ja, der war ein Pfosten. Der erste Schuss direkt. Ja, die ersten 30 Sekunden vom Powerplay vorbei. Ja, wir werden es auflösen, ja. Liebe Fans.
an den Bildschirm. Tor! Faber mit dem Tor für die Huskies. Riesenjubel und Riesenpfeifkonzert. Ich kann auch die Fans der Lausitzer Füchse verstehen, aber wir müssen sagen, wir müssen es auflösen. Und es geht darauf weiter. Es bleibt doch noch einer der Füchse auf der Bank. Es geht weiter in Unterzahl. Man muss dazu sagen, jetzt das Tor hier. Man sieht, Faber kommt von oben, ist auch einstudiert. Ja. Dann ist hier Verkehr und dann kommt der Schuss. Und dafür ist Maximilian Faber auch bekannt. 2:40. Wo ist es jetzt so? Und da ist Lowry, glaube ich, in den Keeper der Lausitzer Füchse. Schauen wir dann auch nochmal auf die Situation. Ja, geduldig. Hier haben wir einen. Oh, da war die Latte. Riesenglück hier für die Schlittenhunde. Gutes Powerplay hier. Keine Möglichkeit für die Huskies, sich zu befreien. Tor! Mäkitalo mit dem Nordsender. Was für ein Schuss dort von Robin Mäkitalo. Und erneut nutzen die Lausitzer Füchse ein Überzahlspiel. Aber Marco rausgespielt mit aller Ruhe und hier, boah, schlägt er ein. Ja, also ganz geduldig gespielt. Über eine Minute jetzt in der Zone der Huskies gewesen. Ständig die Scheibe in Besitz gehabt und dann, ich glaube, da hat Mäkitalo ganz alles, jeden Frust, jede negative Energie, die er so hat, da reingelegt in den Schuss. Was für eine Granate. Richtig viel Verkehr da wieder vor Stettmar. Oh, Stettmar wusste ich ja, da wusste gar nicht, wo die Scheibe ist. Die bekommt er dort einfach an den Oberkörper. Retten sich die Lausitzer Füchse hier über die Zeit oder sehen wir eventuell dann doch eine Verlängerung? Was für ein Safe, ist Monster, 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 das ist ja Wahnsinn. Jetzt die Möglichkeit für die Füchse. Oh, wie kann ich das am Tor vorbeischießen, diese mega, mega, mega Chance. Boah, Valentino, noch 10 Sekunden. Bonacak erneut, wohin mit der Scheibe. Füchse spielt hier gut. Boah, wieder knapp vorbei. Möglich noch 2 Sekunden. Das war's. Die Füchse holen den Ausgleich. Und Lowry nochmal. Ja, mit ein paar Szenen, die jetzt aber ein paar Zeichen setzen wollen.